Eine Elektrode. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ja. ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. Okay. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. An den Geräten herumzuspielen? Ich doch niemals. Niemals. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. Ja, alle guten Dinge sind vier. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. So. Elektroden. Das die, Uhr. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Tja. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Kurbel. Vielleicht können wir die Kurbel... Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Das wäre dramatisch. Mit den Verzweiflungstaten warte ich lieber bis zur letzten Sekunde. Dann wirken sie einfach besser. Jo. Na dann, gehen wir mal hinein. Hey Doc, Rufus. Rufus to the rescue. Rufus schreitet zu Hilfe. Endlich. Cole hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja. Ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wo? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Shop. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Der ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ah, okay. Ist ja dein Geld. Ich kaufe teure Datasetten. Bowl? Bowl! Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut. Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Ich spiele auf den ersten Teil. Mal sehen. Das ist ein interessantes Gerät. Damit will sie operieren. Da bin ich ja gespannt. Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ach, Unsinn. Hm. Na, ob der das wohl hinbekommt? Nicht ohne meine Hilfe, so viel steht mal fest. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen, noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Na. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Gehen wir zum Gadget-Shop, nachdem wir uns hier noch ein bisschen umgesehen haben. Hier gibt es hier nichts zu machen. Tiefkühltruhe. Hops rein. Ach, schade. Ich dächte. Hey, vorm Fenster. Na dann, in die Schleuse. Gehen wir zum Gadget-Shop und holen uns Implantat. Datasetten. Go. Ob da wohl Saft drauf ist? Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Das wäre dramatisch. Kaum gelang da.
Und Bot. Bot-Dog. Ja. Hey, du! Also, wer? Ich? Was? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Ja, okay. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? Ich habe eine Kurbel. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Und wollen die meine Kurbel haben, oder was? Das können sie kriegen. Oha, wo sind wir hier gelandet? Rohröffnung. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole, ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Das könnte auch noch ein spannendes Rätsel werden. Geht's noch lang? Tür. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe nichts an Nachbarn. Dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn statt Milch Blausäure. Was zum? Wer bist du denn? Was hast du denn so im Angebot? Genau die richtige Im Moment Frage. Hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Aha. Eine sehr freundliche Persönlichkeit. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge. Kannst du beides haben. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst, sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Denke ich mal. Ich gehe dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. Wir sollten ihr noch mal auf die Nerven gehen. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe nichts an Nachbarn. Dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn statt... Was zum? Was willst du denn schon wieder? Ich geh dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir okay. Nochmal auf die Nerven. Tja, schade. Dann gehen wir mal hier hin. Zu Fragezeichen. Oh. Ich erkunde hier erstmal die ganze Stadt, bevor ich dorthin komme. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Periskop. Ja, wir haben Zeit. Es geht ja noch um Goyes Bewusstsein. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Was? Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Eine Luke. Zu für meinen Geschmack. Aha, okay, da können wir wohl erst noch nicht durch. Karte. Antenne. Hey, oh. Die Musik ist gerade besonders cool. Ui. Upsi. Warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen?
eine Antenne. Können wir... Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Okay, können wir nicht. Na dann. Wir haben eine Antenne geklaut. Wo jetzt für was wie Generator? Erstmal alles anpacken. Können wir vielleicht auch mitnehmen. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Hey, aus! Vielleicht können wir es auskurbeln. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Also nicht. Ja. Mit dem Nest können wir interagieren. Was für ein hässliches Nest. Es muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Maul halten, während Rufus redet. Hier geht's rein. Oh, das ist schon die Spelunke. Ich rede mal noch mit dem Kollegen hier. Gondolier. Uhu, Prego. Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volare. Er ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Calzone. Prego. Calzone. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunatamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Wir müssen ihm wahrscheinlich noch ein weiteres Notenblatt besorgen. Befürchte ich fast. Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss machen, um zu verscheuchen, die, wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Coole Gondel. Sì, sì. Il Cabrio molto comfortable con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder bene. Gar nichts wird bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann ich werde singen, fin allora. La 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 la. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Okay, das hatten wir schon. Oh, con piacere. Ma sfortunatamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Arrivederci. Was für ein Ding? Ach, nichts. Was für ein Ding. Gut. Dann. Ein Nest. Was für ein hässliches Nest. Es muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Mit dem hässlichen Vogel möchte ich sehen. Zum Doc. Wir könnten uns gleich in die Spelunke gehen und das dann dort gleich weitermachen mit der Story, mit dem Game. Aber ja, wen haben wir denn da? Aha. Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun Sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Ich doch gar nicht. Oh oh. Au! Autsch! Au! Aua! Au! Du schon das. Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Der Donner? Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Kennst du nette Leute?